Buenos dias, ladies and gentlemen, und willkommen zu einer weiteren Staubsaugerfolge. Denn die PlayStation ist mal wieder komplett am Ausrasten. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Ätzli, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Ich mag unsere Kleidung. Hey. Hi. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie kann uns ruhig vertrauen. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Du erweist uns Ehre. Hallo, Kuali. Alter, ist das schön hier. Deshalb auch Lama. Da haben sich doch zwei gefunden. War ein Spaß, Lama. Nimm bloß den stinkenden Lama. Sieh dich um, wenn du Wer willst. Du? Schwingel ich weg. Erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Okay. Lass dich mal anschauen, Lara. Alter, was mache ich denn hier? Lass dich mal anschauen. Boah, sieht ganz schnieke aus eigentlich. Finde ich ziemlich cool. Alles voll. Und hier ist echt ich kann schön. Nicht mehr tragen. Schöner Ort zum Leben. Dem Lama können wir interagieren. Oh, wir können es streicheln. Aber irgendwie nur aus einem bestimmten Winkel. Och, wie süß. Na gut. Ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Kerkel. Du hast deine Würfel verloren. Gut. Aber nicht. Matulik du lakal inogi. Beishan. Gaveta poikaba. Botak tu pacha shikino. Wamayanin chaki. Tial kanal kakate. Hello matu beitan. Inka uji kech. La 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 la. Oh, es ist echt ein cooles Leben hier. Ich kann ihn sehen. Auch wenn sonst niemand kann. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden.
Na denn. Ah, wir beklauen doch hier auch das Volk, kann das sein? Oh, hallo! Ja. It's a trap, hab ich recht. Okay, das ist peinlich. Alles voll. Das ist sehr peinlich. Oh, was für ein schönes, sorgenloses Leben, Alter. Oh, ist das cool. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Okay, ich frage mich, mit welcher Sprache die Original sprechen. Min mashane, janalbis janil tulakal kachil, amaru tutukultak letive tukimil sukun. Tinguyah leakabil hokesa, ukuinkilil sairi, te ichi le kashil lumobo, matushululu yokol, inguali ke letie sutuk helka kesh amaru. Lekat sok tulakal lehelo, tuholbesak paititi, taku kalantikon, vale mabecha hukalantik sairi. Toll, jetzt habe ich mir die Geschichte des Dorfes auf der falschen in der falschen Sprache angehört. Könnten wir den Dialog nochmal wiederholen mit ihr? Das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Und ist zu faul zu lesen, so wie ich. Ja gut. Ich lasse mal deutsche Sprache wieder an. Ein kleiner Rat, halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Da hat wohl jemand richtig Respekt vor. Ich frage mich, was sagt denn der Timer? Es lohnt sich auf jeden Fall noch loszugehen. Oh, Verzeihung. Oh, und das auch noch vor der Wache. Oh shit, das macht uns bestimmt nicht beliebt, dass wir den kleinen Jungen eben gekickt haben. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Ja, ist vielleicht auch besser so. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wunderschön. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was denn, Abedik? Vor dir entschuldige ich mich nicht. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe.
Danke, Ishik. Dann handeln wir? Okay, das sieht cool aus. Da muss ich mir noch ein bisschen sparen. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir mit deinem Angebot überhaupt nicht helfen. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach da hinten. Was ist denn hier schon wieder los? Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld.
Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ja, aber das heißt in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.